Aber sonst lernst du es ja nicht. So will jeder immer das Death Cape verkaufen. Verstehe ich gar nicht. Ja, weil das Haben Kacke den. ist und weil das zur RPK gehört. Ja. Das will halt keiner tragen, weil das ist halt schwul, weil RPK ist halt schwul, ne? Ja. Jedes Mal mein random Tamer, der einen Esel tamet, anstatt zu sagen, so, Bayers oder tame mir das Viech, solche Hurensöhne. Ja, würde ich auch machen. Ja, natürlich, aber trotzdem. Was will ich denn mit einem Esel? Also ich meine, ich habe das früher ja auch gemacht, aber das ist halt einfach assi. Das ist einfach Mortal. Ey, die sind Soll halt ich so? geistig noch nicht so weit wie ich, weißt du? Ah, okay. Okay. Absolut, ja, absolut. Da gibt's einen. So, Mo, ich drehe jetzt mal noch mal eine Runde und dann können wir meinetwegen entweder hier in den Suas rein oder so, oder kann ja. Sua. Oder wir können natürlich auch eine Runde League of Legends zocken. Oder Rust. Oder Forest. Eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf Forest, ne? Ja, die haben wieder einige Updates jetzt gemacht. Ich weiß nicht, gar nicht, was es da Neues Wir gibt. machen aber schon auf unserer alten Welt weiter, oder willst du schon wieder neu anfangen? Nee, Gottes Willen, nee, die alte Welt natürlich. Weiß nicht mehr, welche alte. Die wohl auf dem Server läuft. Ach so. Ja, schon The Forest, ne? Ja. Okay. Ja, natürlich, wir können das natürlich wieder Rust 1 gegen 1 Oh machen. ne, danke. Was machst du denn gerade? So geil. Und dann fängst du an so. Quark! Ja. Rashiro, machst du jetzt auf oder lässt du das zu? Was? Ich mach dir schon auf. Ich hab zwar das Passwort falsch eingegeben, okay? Ach Oh so. mein Gott. Ja, kommt halt mal vor. Wann hast du die Kommst du kurz Ritualisten mit? gemacht? Kommst du kurz mit in die Richtung? Hier so. Hast du vor? Mein Gear zurückholen. Das hat einen Direwolf im Moment am Beschützen tun sein. Und du Ah, müsstest den für okay. mich eben umkloppen. Ja, klar, können wir machen. Nice. Ein Direwolf zu töten ohne Rüstung, nur mit einem Bogen, ist nicht so eine geile Idee. Nö, das ist schwierig. Noch dazu, weil du nicht mal volles Leben hast. Er hat kein deutsches Jetzt im Leben, Alter, Moment. Deutschland. Ah, shit, ich muss mich noch statten. Das wollte ich noch machen. Fuck, wieso bin ich. Ah, oh, shit. Deutschland, dein Geld ist knapp. Ich bin stout, what the fuck? Ach nee, halt. Oh Gott, falscher Char, das stimmt ja. Oh. Oh, Hackel, bist du behindert? Ach. Irgendwo hier hinter dem Felsen. Ja, hier liegt was. Neues, neues. Scheint nichts und niemand da zu sein. Ich schau da mal zu den Ritualisten, vielleicht sind schon wieder ein paar gespawnt. Vor ungefähr 30 Minuten oder so war ich da. Hier oben ist ein Direwolf, aber der kommt nicht zu dir. Vor 30 Minuten, ah, dann dürfte schon wieder ein paar gespawnt sein. Ich habe 5700 Walking Deads gekillt. Oh, es sind alle fünf wieder da. Du hast vorhin alle fünf gekillt? Das ist mal endgeil, wenn. Aber als ich fertig war, alle 5 zu killen, war schon einer wieder respawned. Ja, wie lange Also hast du denn drüben. gebraucht? Keine Ahnung, mit dem Bogen, ohne volle Stärke, ohne vollen Archery-Skill. Ich mach den halt so 10% pro Hit. Ah, okay, ja, dann ist logisch.
Einer auf der Mitte den Dreh mit Hass darum. Alter, hast du mal eine Hass da war? Ach genau, den Witz, den kennt der Rashiro ja noch gar nicht, ne? War er da oder war er nicht da? Jetzt kennt er ihn. Weil da war der Toni nämlich in Wada und hat gesagt, er ist gerade in Wada. What the fuck? Frage, war der da oder war der nicht da? Aha. Oder das Beste ist, wenn du einen Bug findest in, wo denn? In Bugti. Oh my fucking god. Ein Bug in Bugti, Alter. Nein, ich werde jetzt auch sofort die Spaßfaktoren in Spetsnaz-Witze messen. So zwei ja. Spetsnaz. Also alles, was unter einem Spetsnaz-Witz ist, werde ich ab sofort nicht mehr tun. Also zum Beispiel bei roten Sterben vor Tindrem zählt als 0,5 Spetsnaz-Witz. Wer legt das fest, du oder was? Ja, genau. Nee, das legt schon die Allgemeinheit fest. Wir stimmen drüber ab. Ach so, okay. Ja. Ich bin der Meinung, dass von dem... Kommt drauf an, wer von dem Red gekillt wird, sagen wir es mal so. Wenn man selbst von dem Red gekillt wird, dann... Ja, eher schon so... Ja, ist nicht witzig, okay. Ja, 0,5, okay. Wird ein anderer von dem Red gekillt, dann glaube ich, liegt das eher schon so bei, sagen wir mal, 3 bis 5. 3 bis 5 Spetsnaz. Ja, hat schon einen Witz, wenn ein anderer gekillt wird. Ja, stimmt, hast recht, ja. Ja, da muss ich ja eigentlich zustimmen, ne? Ja. Ja, müssen wir das im Plenum, müssen wir das jetzt mal festhalten und aufschreiben. Also zum Beispiel Tinder im Graveyard finde ich zum Beispiel 2 Spetsnaz, ja? Okay. Also wir haben echt geile Maßstäbe, ne? Absolut. Nein, wir könnten es einfach in Toni Bier berechnen. Also ja, wir deklarieren den Spaßfaktor an, wie viel Bier hat Toni getrunken. Verstehst du? Ja. Also zum Beispiel, ich finde Graveyard ganz angenehm, deswegen sind es 4 Bier, weißt du? Ja. Oh Mann. Mit Toni eine Runde drehen, 100 Bier. Ja, genau. Alter, das ist doch der beste Maßstab ever. Ja, oder machen wir so mit Toni einen PvP-Abend machen. 1,5 Kasten. Zum Beispiel, wo der Esel durch die Decke gefallen ist und Toni geschrien hat nach seinem Bullhorst, was mein Esel war, ja? Ja. Das deklariere ich, glaube ich, als 10 Tonis. Ja, war es 10 Bier halt. Also 10 Bier halt, ja. Ja, genau, die Geschichten hat der Rashiro ja auch nicht, ne? Ich war mit einem Rias und einem Toni im Mino-Dungeon und dann habe ich ihm meinen Esel gegeben, damit er die Scheiße safen kann. Dann hatten wir 300 Gold zusammen, da wollte man so, ja, gehen wir jetzt raus oder nicht. Und damals, wenn du im Mino-Dungeon aufgemountet bist du durch die Welt gefallen. Und Toni ist halt aufgemountet, fällt durch den Boden durch. Also das Pferd, oder er fällt mit dem Pferd im Boden durch und wir verlieren halt dann das Loot, ne? Und das allerbeste war, und er so, ich scheiße auf das Loot, das war doch eh nichts wert, aber mein Bullhorse, mein Level 125er Bullhorse, das war ein Level 25er Esel, den ich mitgenommen habe. ich hab den Esel halt nur Bullhorse genannt. Verstehst du? Oh, danke schön. Ich hab dir einfach renamed. Ich hab leider kein Gold da, ich hab nichts. Ja. Alles gut. Das ist ganz lustig, okay, also das deklarieren wir als 10 Bier, okay? Und dann anhand dessen Maßstabs, also weil das war halt so lustig, der Ries und ich, wir haben uns noch bis stundenlang haben wir uns noch kriegen gedacht, ne? Mhm. Also das sind dann 10. Ich glaube, der Toni hat auch so ungefähr 10 schon getrunken. Das glaube ich hat da nicht gereicht. Sicherheit nicht. Wir könnten Toni ja mal fragen, wie viel er bei was immer getrunken hat. Er soll das mal aufschreiben. Ja, genau. So, ja, das waren gestern, ich hab nur noch aufgeschrieben, mehr als 10. Alter.